Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der FAU News im Dezember. Wusstet ihr, dass bis in die 1970er Jahre hinein in der Bundesanwaltschaft Beamte tätig waren, die auch in der NS-Zeit im Justizdienst standen? Professor Dr. Christoph Safferling hat gemeinsam mit Professor Dr. Friedrich Kiesling von der Uni Bonn in einem Forschungsprojekt erstmals die Nachkriegsgeschichte der Bundesanwaltschaft von 1950 bis 1970 untersucht. An der Aufarbeitungsstudie haben sie 5 Jahre lang gearbeitet. In ihren Ergebnissen sprechen die Forscher von einer massiven Hypothek, für dessen Aufarbeitung diese Studie ein erster Anfang ist. Professor Safferling, was war denn der ausschlaggebende Grund für diese Studie? Schon seit ein paar Jahren sind mehrere Studien für oberste Bundesministerien, etwa auch das Bundesministerium der Justiz, erstellt worden, um eben diese Hypothek der nationalsozialistischen Belastung in der frühen Bundesrepublik zu untersuchen. Und nun hat eben auch der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof eine entsprechende Studie seines Hauses in Auftrag gegeben, an der ich eben mitwirken durfte. Die Studie zeigt, wie stark die Bundesanwaltschaft im Nachkriegsdeutschland von ehemaligen NSDAP-Juristen durchsetzt war. Besonders intensiv widmet die Studie sich Wolfgang Frenkel. Wisst ihr, wer das war? Wahrscheinlich hat mich am meisten irritiert, dass er so wenig Einsicht gezeigt hat. Auch als es dann ein Disziplinarverfahren gegen ihn gab, Anfang der 60er Jahre, hat er überhaupt keinen Hauch von Einsicht und Reue gezeigt. Im Gegenteil, er hat gesagt, er würde es heute wieder ganz genauso machen. Wolfgang Frenke war Jurist und für wenige Monate bis 1962 Generalbundesanwalt. Seine Amtszeit endete als einer der größten NS-Skandale in der alten Bundesrepublik. Im Dritten Reich war er für zahlreiche Todesurteile verantwortlich. Professor Safferling, was sind Ihre Gedanken zur Causa Frenke? Vielen Dank, Professor Safferling. Er ist Inhaber des FAU-Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht und Völkerrecht. Ausführliche Infos und ein Interview zu der Studie findet ihr über den Link. Wissen, noch mehr Wissen, Live-Experimente, Quizrunden, all das bietet die neue Vortragsreihe Wissen wollen. Alle 2 Wochen stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier aktuelle Projekte verständlich vor und gehen auf Fragen aus dem Publikum ein. Auch alle Wissenschaftsinteressierte außerhalb der Uni sind herzlich eingeladen. Los geht's am 8. Dezember. Hier stellt Professor Dreyer römische Flussboote vor. Bitte schaut vor den Terminen nach, in welcher Form die Veranstaltung stattfindet und welche Hygieneregeln gelten. Pflegefachkräfte und Medizinstudis, aufgepasst. Ihr werdet dringend gesucht. Aufgrund der täglich steigenden Covid-19-Patientenzahlen braucht das Uniklinikum Unterstützung. Eine Bewerbung ist online möglich. Meldet euch hierzu einfach über hilfe@uk-erlangen.de an. Juhu! Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Im FAU-Shop gibt es neue Kleidungsstücke. Ein cozy Beanie, eine stylische Bauchtasche und ein fancy Zip-Hoodie. Allesamt mit neuem FAU-Logo und Teil einer limitierten Sonderedition in Kooperation mit Adidas. Also das perfekte Weihnachtsgeschenk. Wo ihr nicht mehr schnell sein müsst, ist die Hauptbib. Denn seit 23.11. gibt es hier 250 neue Steckdosen. Die Plätze waren ja immer besonders begehrt. Außerdem gibt es jetzt in Lesesaal 6 speziell Plätze für die Teilnahme an Online-Seminaren.